Ein bisschen was anbauen, Zäune bauen nach dieser Aktion. Und dann wird man so ein bisschen weiter sehen, wie es dann läuft. Wird jetzt eben zu den beiden Punkten hin Schnellreise machen. Nochmal unten zum Lager hinlaufen, ein paar Sachen mitnehmen. Damit ich erstmal den oberen Posten voll kriege und dann den unteren. Und mal schauen. Aber abgeschlossen. Ach so. Baseballschläger. Der Hund hat einen Gegner entdeckt. Irgendwo da oben. Obwohl das nur dein Arm ist und nichts Besonderes. Muss ein bisschen die Munition einsammeln. Ist ja gut. Hör auf, hier ein bisschen rumzustechen. Ciao. Nein, warum hau ich immer meinen Hund? Warum? Sollen wir uns mal noch schnell um die Affen da oben kümmern. Rein mit dem Zeug. Boah, ist meine neue Waffe. Ah, das ist das Gewehr, okay. Automatikpistole, Minigun, nö, Maschinenpistole. Und komm her. Der Hund geht aber immer in die Vollen. Er ist dabei. Automatikgewehren bin ich ja der Noob drinne. Nimm.
benutzt deine Mama. Ich komme irgendwie mit dieser Waffe so schnell gut klar. Ich weiß nicht warum. Oder mein Hund. Du und ich. Da ist er nämlich. Perfekt. Fusionskerne halten 10% dauerhaft länger. So, das heißt, statt 100% verschwinden 110% oder 110% Ladungen. So. Jetzt geht die Gefahr wieder runter. Wir finden dich schon. Da ist er. Ja, irgendein Kopfschuss wird treffen. Ja, da ist er. Zack. Zack. Ist noch ein Helmturm drin? Nö. Okay. Ich. Wie kurz und schmerzlos? Stimmt, das ist ja draußen. Habe ich noch. Molotovs! Ja. So, 15 Meter. Nee, ich bin noch hier. Aber ich würde gern eigentlich von hier aus sehen. Geht das? Oder bin ich dann im Kampf? Jo, Schnellreise eben mit dem Ding. So. Jetzt dürfen wir den, da hinten ist er. Jemand hat eure Ente geklaut. Ich weiß aber nicht. Hi. Stehst du auf und redest mit mir? Weißt du, hast du die Raider gefunden? Sieht komplett okay aus, ne? Aber einen komplett knallenroten Lippenstift. Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Gute Entscheidung. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Kein Problem.
Lass uns handeln. Disteln. Brauchen wir die? Nee, ich glaube. Patronen. Nee. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Schieß los. Was hast du denn? Das würde ich nehmen, das würde ich nehmen, das würde ich nehmen. Und sonst nix. Wenn jetzt so ein bisschen mehr zum Anbauen hätten, wäre das natürlich nice. Ah, paar Blümchen. Gut, dann mache ich jetzt gerne eine Schnellreise in die Stadt. Kann ich den jetzt hier auch bauen? Oh, nice. Ich kann hier sogar bauen. Schutzbetten haben sie, aber keinen Schutz. Das heißt, man müsste eigentlich ihren Schutzwall noch bauen. Könnte. Eventuell hier oben so. Hier könnte man was hinbauen. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Geschütztürme, ja, Fallen, keine Ahnung. Fallen. Habe ich sogar ein paar. Nötig natürlich Strom. Geschütztürme braucht natürlich auch alles Öl. Das habe ich alles nicht hier. Braucht aber alles Strom. Wasser haben die, Essen haben die mit zwei Leuten. Das ist eigentlich. Was bei denen fehlt, ist der Schutz. Aber das wäre nicht das Problem. Vielleicht, wenn man ihn da vorne. Türen, Holz. Fertig, Böden, Wände, Wände. Und jetzt sagt, okay, macht jetzt hier ein bisschen spartanisch zu auf jeden Fall. Dass sie jetzt nicht gerade der größte Schutz ist, so. Hat die Matratze da hinten in der Ecke. Den Rest müssen sie sich eigentlich was selber kümmern. Energie, Generatoren, Keramik habe ich natürlich alles nicht. Aluminium habe ich auch nicht. Generator, Windrad, fehlt Aluminium. Stahl, Keramik. Dreirad. Ich frage, wo brauchen die auch was hier? Aber schon mal gut, dass wir ein bisschen was hier ausrüsten können. Ein bisschen Essen haben wir mitgenommen. Das heißt, wir werden jetzt einen Port nach Century machen. Jo, da steht auch meine Power-Ausrüstung. Und die werde ich natürlich ein bisschen ausbessern. Oder Nahrung zu den. Ein Arztbesuch. Oder im Bett schlafen, das könnten wir auch mal machen. Aber dann nur zu Hause. Und so weiß ich nie, was passiert. Kann immer alles passieren. So. Oh, meine Power-Rüstung hängt sogar jetzt. Das ist was Schönes. 33 Meter. Was soll ich so mit ihm sprechen? Stimmt. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit den Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy-Massaker gehört? Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners,
griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Sicher? Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Kümmern wir uns drum. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Wir brauchen aber erstmal unsere eigene Siedlung, die wir unterstützen. Das werde ich jetzt gleich im Angriff nehmen. Guten Tag, der Herr. Und werde ich mir ein bisschen hier aufbauen, beziehungsweise den Platz hier annehmen. Vielleicht meine alte Hütte ein bisschen auch schönern, aber ich glaube, ich baue was Neues hier hin. Und würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Cut, wenn die Hütte ein bisschen auferstanden ist, ich ein bisschen hier die Landschaft geschaltet habe und sehen uns gleich wieder. Ciao.